Lassen Sie sich schon jetzt auf die Warteliste setzen. Für eine Flugreise, welche durch Verkettung unglaublicher Umstände zu einem Wahnsinnsabenteuer wird. Hey, wo ist der Gabelstapler? Gabelstapler? Ich glaube, da drüben beim Gepäcklader. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. 2 Millionen Volt Spannung. Hier spricht Dr. Brody von der Mayo-Klinik. Sie haben einen Passagier auf Ihrem Chicago-Flug 209, ein Mädchen namens Lisa Davis. Sie ist auf dem Weg nach Minneapolis. Sie ist für eine Herztransplantation vorgemerkt. Ich möchte Sie bitten, dafür Sorge zu tragen, dass sie sich immer in liegender Stellung befindet und vor allem, dass sich immer jemand in ihrer Nähe aufhält. Das ist Action. Das ist Romantik. Ich liebe dich, Elaine. Ich liebe dich auch. Das ist Musik. There is only one river. There is only one sea. Das ist Disco. Noch niemals war Kino so gigantisch. Warst du vorher schon mal in einem Cockpit? Nein, Sir, ich bin überhaupt noch nie in einem Flugzeug gewesen. Peter Graves. Hast du schon mal einen erwachsenen Mann nackend gesehen? Kareem Abdul-Jabbar. Tut mir leid, Junge. Mein Name ist Roger Murdock. Ich bin der Co-Pilot. Leslie Nielsen. Die Frau muss sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Krankenhaus? Was ist es? Ein großes Gebäude mit Patienten, aber das ist nicht so wichtig. Lloyd Bridges. Johnny, was würdest du daraus machen? Daraus? Zum Beispiel ein Hut oder eine Broschen oder eine Flugeidechse oder vielleicht... Robert Stack. Steve, sieh mir mal den Tatsachen ins Auge. Und wir hoffen, dass Sie den Rest des Fluges genießen. Julie Haggerty. Übrigens, ganz nebenbei, ist zufällig jemand an Bord, der weiß, wie man am Flugzeug fliegt? Ja! Können Sie diese Maschine fliegen und landen? Robert Hayes. Das meinen Sie doch nicht ernst. Doch natürlich meine ich das. Und bitte nennen Sie mich nicht ernst. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will aus dem verbluteten Ding raus. Ruhigen Sie sich, reißen Sie sich zusammen. Bitte lassen Sie mich das. Ich will raus, ja, ich will raus. Beruhigen Sie sich und gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Ich kümmere mich um diese... Beruhigen Sie sich. Doktor, Sie werden am Telefon. Es wird schon alles in Ordnung kommen. Bitte schützen Sie sich zusammen. Sie sollten sich nicht überanstrengen. Mayday! Also gut, ich darf Sie jetzt bitten, in die Absturzposition zu gehen. Das unglaublichste Abenteuer, das je auf der Leinwand gezeigt wurde. Der kommt direkt auf uns zu. Und das Wahnsinnsspektakel heißt... Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.